Guten Morgen. Heute Generalprobe für Berlin-Marathon. Ich laufe heute am Sonntag den Kölner Halbmarathon. 21 Kilometer, Vollgas, alles testen, die Verpflegung, die Schuhe, alles ausprobieren für Berlin. Daraus resultierend analysiere ich dann das Ganze. Und dann schaue ich mal, wie es in Berlin laufen soll, ne? Was Tempo angeht, Verpflegung angeht und so weiter und so fort. So, jetzt sind wir auf dem Weg nach Köln. 7 Uhr morgens. Es fängt um 10. Ich denke, so kurz vor 9 bin ich dort angekommen. Und ein bisschen aufwärmen, ein bisschen zur Ruhe kommen. Und dann los geht's, ne? Okay, heute machen wir so mal so einen halben Marathon als Generalprobe für Berlin. Okay, let's go. So, alles gut, gut angekommen. Jetzt ein bisschen aufwärmen, so ein paar Runden aufwärmen und dann geht's los gleich, ne? Noch 4 Kilometer bis zum Ziel. Ein bisschen den Tempo runter. In Ruhe reinkommen. Dann ist alles gut heute. Bis jetzt läuft gut. Okay, fertig. 3 Runden. Sehr gut. So, fertig. Im Großen und Ganzen sehr gut gelaufen.
mein altes Freund, den Krampf am rechten Oberschenkel ist wieder aufgetaucht. Ich weiß gar nicht, was ich da machen soll. Also das begleitet mich schon seit Jahren. Alles versucht, aber jedes Mal bei so einem hohen Tempo taucht diesen Krampf wieder auf. Naja, ist okay. Im Großen und Ganzen unter 1,36, also unoffizielle Zeit. Und offiziell so 1,35 und ein paar zerquetschte. Werden wir später sehen, wenn die Zeit rauskommt. Aber im Großen und Ganzen sehr, sehr gut. Jetzt was trinken. Und dann war es das für heute. Ne? Eine gute Erfahrung. Wie gesagt, wegen dem Krampf muss ich gucken, was ich da noch machen soll. Auf jeden Fall. Bei hohem Tempo taucht diesen Krampf wieder auf. Also da muss ich ja mal schauen, was ich machen soll. Okay? Super. Die offizielle Zeit kommt hier später. Und ja, weitermachen. Ne? Noch 4 Wochen bis Berlin-Marathon. Ne? Let's go. Immer dranbleiben.